ich dir meine Schnäuzels. Ja, da bin ich wieder jetzt inmitten in Umzugskartons, also deswegen kann ich nicht garantieren, huch, die Matte, die steht hier ja wild ab, wie lange ich jetzt noch Videos zeigen kann. Aber ich dachte mir, zur Feier des Tages gibt es mal eine Brand News Box, die wir zusammen auspacken. Die ist nämlich gerade gekommen. Normalerweise in meiner Gier robbe ich das Ding schon auf und wenn es hart auf hart kommt, fresse ich auch schon dran rum. Aber ich dachte mir, heute gibt es mal das Unpacking. Wir gucken mal zusammen rein. So, ich bin gespannt. Manchmal, da ist sie schon brutal schwer, da denke ich mir dann, da könnte jetzt wieder Öl oder Essig oder ähnliches drin sein oder Fonds. Man rätselt ja dann, aber dieses Mal hat mir das Gewicht über die Box irgendwie nichts gesagt. Ah, ich dachte schon, die Sachen kenne ich doch. Ich dachte jetzt, das wäre dasselbe, aber das ist die Top-Empfehlung für die Brand News Box im Dezember. Ja, das erste, was ich sehe, mit was unheimlich Leckerem drauf, ist das News Magazine. Das finde ich immer cool, das lese ich mir auch durch. Da sind echt tolle Sachen drin, die da stehen. Von Deko über Rezepte bis hin zu Lifestyle. Ist ja immer alles Mögliche drin, deswegen finde ich das super schön. Das erste, was ich jetzt hier in die Krallen kriege. Das ist ja doof. Jetzt gucke ich auf den Zettel, dann sehe ich ja, was da noch drin ist. Aber gut. Das ist Milford Kick-Tee. Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. Was ist da jetzt Kick? Bei diesen neuen Teekompositionen trifft echter Früchte-Tee auf 30% munter machenden Schwarztee. Ach so, deswegen Kick. Der schwarze Tee macht munter. Da ist ein erhöhter Koffeinanteil drin. Und ja, den gibt es als Cherry Kick, Cola Kick und Lemon Kick. Das sieht mal gut aus. Launch ist Februar 2014. Da sind wir jetzt also ganz aktuell hier. Und 28 Beutel kosten 1,79 €. Ich schnüffel immer an den Teepackungen, auch wenn die eingeschweißt sind. Aber riecht auf jeden Fall sehr gut. Tee finde ich super toll. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Kirsche mag mein Mann ganz besonders. Also da wird er sich wohl auch sehr freuen. Sehr, sehr schön. So, das hier ist ein bisschen angestaubt. Sieht ja mal interessant aus. Was haben wir denn hier? Go Splash. Sagt mir auch gar nichts. Sieht aber irgendwie interessant aus. Das ist ein innovatives Geschmackskonzentrat ohne Zucker mit wenigen Kalorien. Aus bis zu 6 Litern Wasser macht Go Splash mit einem Spritzer ein fruchtiges Geschmackserlebnis und liefert den gewissen Energy Kick. Sind Vitamine B3, B6, B12. Für jede Gelegenheit im praktischen Taschenformat in 6 Varianten erhältlich. Ich sehe das, ich kann es mal nicht. Ich glaube, da ist Zitrone, Pfirsich. Wassermelone und was da hinten ist, kann ich nicht erkennen. Gibt es seit November und die 48 Milliliter kosten 2,99 €. Ist natürlich, wenn man jetzt daraus 6 Liter kriegt, ein super Preis und halt auch schön praktisch klein. Ne? Hat man sich so Kisten schleppen und Co. gespart. Finde ich cool, freue ich mich drauf, das auszuprobieren. Dann, oh ja, lecker. Gibt es hier Bonduelle dunkle Champignonscheiben. Seit Dezember 2012, 425 Milliliter, kosten 1,99 €. Ja, die kann man immer mal gebrauchen. Mein Mann isst leider keine Champignons, deswegen kaufe ich mir persönlich die nur ganz, ganz selten. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn hier mal welche ins Haus geflattert kommen. Dann kann ich mal wieder welche futtern. Ja, dann als nächstes. Oh. Da bin ich mal gespannt. Uncle Ben's Express Risotto. Risotto-Erfahrung habe ich sehr wenig. Hier ist jetzt drei Käse. Und da kommen noch 100 Milliliter Wasser oder Milch rein. Und dann hätten wir das schon.
Auch eine coole Sache. Ich mag sowieso die Uncle Bens, diese ganz fixen Geschichten. Freue ich mich auch. Gibt es seit Januar 2013 und 250 Gramm kosten 2,29 Euro. Also das fällt jetzt auch wieder so unter die Kategorie. Hätte ich mir wahrscheinlich nicht gekauft, aber freue mich drauf, das mal auszuprobieren. Das nächste, und davon bin ich ja total begeistert, deswegen freue ich mich auch, dass es in der Box ist. Und zwar das Farmer Snack Chocolata. Hier ist diesmal die Sorte Bittersweet. Da sind weiße schokolierte Früchte drin, Zartbitterschokolade und Nüsse und weiche Früchte. Da bin ich immer gespannt. Weil die mag ich sehr, sehr gerne. Die gibt es seit Mai 2013 und 135 Gramm kosten 2,29 €. Also das ist schon was. Und das letzte Produkt ist Old El Paso Fajita Kit. Enthält 8 weiche Weizen-Tortillas, Würzmischung und eine milde Salsa-Soße. Dazu müssen nur noch Fleisch und frisches Gemüse gekauft werden. Die 500 Gramm kosten 399 €. 3,99 €. Ja, sowas ist auch immer cool. Mag ich auch ganz gerne, freue ich mich auch. Also diese Box hier ist wirklich, da hast du Trinken, da hast du Tee, da hast du Gemüse, da hast du Reis. Aber warte mal, ich glaube, da fehlt noch was. Ich muss jetzt mal gucken, ich dachte, das wäre es schon. Ja, da fehlt noch was, was ich nicht habe. Sieht natürlich scheiße aus, wenn man das jetzt auch noch aufnimmt. Ne? Das Produkt fehlt. Ja, schade. Das habe ich jetzt nicht. Da wäre dann noch dabei gewesen eine Lindt-Schokolade Fleur de Sel. Das war ja mal auch sehr interessant, also sehr, sehr bekannt. Also eine Lindt-Schokolade mit Meersalz. Ja, die hätte 1,95 € für 100 Gramm gekostet. Habe ich leider nicht, aber nichtsdestotrotz finde ich die Box trotzdem schön. Ich verlinke euch mal gerne die Seite dazu in der in der Videobeschreibung unten. Und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Ciao!